Okay, great. Oberbefehlshaber Timothy McGuire begegnet den Journalisten. Er ist stellvertretender Chef der Landesstreitkräfte der US Army in Europa. Heute bekam er weitere Panzer unter sein Kommando. Willkommen, sagt er. Er sei sehr gespannt. Endlich kommt die dritte Brigade. Die Brigade ist nun Teil der Operation Atlantic Resolve, heißt Atlantische Entschlossenheit. Für den General ein Zeichen der Verbundenheit mit Europa. Jetzt sind die Journalisten dran. Nur eine einzige Frage, und zwar an Deutsch verordnet der Bundeswehrsprecher. Gibt es dazu noch Fragen zu diesem Verfahren? Nein, alles klar, also los. Die Frage ist, warum entladen Sie in Bremerhaven? Und die Zusatzfrage ist, provoziert das nicht Spannungen mit Russland? Warum Bremerhaven, antwortet der General nun, wegen der Kapazitäten und wegen der Vergangenheit. Panzer für NATO-Manöver in den 60ern oder Panzer für den Kosovo-Krieg in den 90ern. Seit dem Zweiten Weltkrieg nutzt die US Army Bremerhaven. Und jetzt kommt die dritte Brigade aus Colorado und wird dann an die Ostgrenze Polens nahe Russland verlegt. Der General erklärt das Konzept. Viele Übungen fänden dort bald statt mit anderen zusammen. Seit heute früh um 6 wird die Resolve entladen. Dann kommt ab morgen die Endurance dran. Die genaue Anzahl der Panzer, die im Bremerhaven ankommen, wird nicht verraten. Insgesamt bringen die Schiffe 2500 sogenannte Ladungsstücke, also LKW, Anhänger, Container mit unbekanntem Inhalt und eben Panzer, die Überraschung von BLG-Mitarbeitern gefahren werden. Wir haben ausgebildete Panzerfahrer. Weil wir das ja seit Ende des Zweiten Weltkriegs für die US Army machen. Das heißt, die ganzen Schiffe werden entladen von BLG-Leuten? Alle Schiffe werden von BLG-Mitarbeitern entladen, ja. Da haben die Amis nichts dagegen? Nee, ganz im Gegenteil. Also die Amerikaner, die US Army ist da mit ihren Logistikern und die unterstützen in technisch schwierigen Situationen. So ist die Verabredung. 25 Panzerfahrer beschäftigt die BLG. Die Fahrer stellen die Panzer schön in Reihe. Dann werden sie später per Bahn nach Polen gebracht, nahe der russischen Grenze. Da fällt uns unsere Zusatzfrage wieder ein. Ist das nicht doch Säbelrasseln? Also das ist ein Zeichen von Bündnistreue von uns, antwortet der General. Ein Beitrag zum Frieden und Wohlstand in Europa. Und alle sollen sehen, wir meinen das ernst und machen das so für eine ganze Weile. 540 8-Stunden-Schichten bringt die US Army in den Bremerhavener Hafen. Jede Schicht hat 34 Leute, macht Arbeit für ca. 1.800. Vor dem Verladeterminal haben erste Kriegsgegner Protestsprüche aufgemalt. Nochmal die Zusatzfrage, ist das nun Säbelrasseln? Ich wünsche mir sehr, dass Russland Teil der internationalen Gemeinschaft ist, antwortet der General diplomatisch. Hier steht bald alles voll mit Panzern und militärischem Equipment. Am Sonntag kommt dann das dritte und letzte Schiff.